Als erste kommt eine Frau an Bord, die befürchtet, dass sie abhängig ist. Ich bin einfach echt zuckersüchtig, würde ich mal so sagen. Der eine raucht, der andere trinkt. Ich esse Süßes. Hallo, ich bin Kiki Hilberling, 48 Jahre alt und habe Diabetes Typ 2. Kikis Stoffwechsel ist außer Kontrolle. Sie hat zu viel Zucker im Blut. Ihre Bauchspeicheldrüse schafft es nicht mehr gegenzusteuern. Das kann langfristig zu schweren Schäden an Herz, Nieren, Nerven, Augen oder Füßen führen. Obwohl die Kosmetikerin antidiabetische Medikamente nimmt, liegt ihr Blutzucker-Langzeitwert bei 7,8%. Das ist viel zu hoch. Denn mit zunehmender Diabetesdauer werden die kleinsten Nerven und Gefäße angegriffen. Mhm. Und dann kommen die ganzen Folgeerkrankungen. Mhm. Hoher Blutdruck, Herzinfarkt, Schlaganfall. Deswegen wollen wir den Wert unter 6,5%. Mhm. Da müssen wir hin. Okay. Der wichtigste Risikofaktor für Diabetes Typ 2 ist Adipositas, krankhaftes Übergewicht. Schon ab einem BMI von 27 steigt das Risiko, zuckerkrank zu werden, um 100%. Ihr Body Mass Index liegt bei fast 50. Fast doppelt so hoch. Und ich sehe, dass 75 Kilo ihres Körpers Fett sind. Mehr als die Hälfte des Körpers besteht aus Fett. Das ist heftig, ja. Kiki sollte nicht mehr als 36% Körperfettanteil haben. Die Fettzellen im Bauch schütten Adipokine, hormonell wirksame Proteine, aus, darunter das neu entdeckte PEDF. Es kann bewirken, dass Muskeln und Leber resistenter gegen unseren Blutzuckersenker Insulin werden. Um dem entgegenzuwirken, produziert die Bauchspeicheldrüse mehr Insulin, bis sie nicht mehr kann und der Diabetes entsteht. Mit ihrem Kinderwunsch vor vielen Jahren fing alles an. Ich habe ja 3 Fehlgeburten gehabt. Und als ich mit Hannes schwanger war, das war ja die 4. Schwangerschaft, da hat mein Arzt wirklich auch gesagt, ich bin ja absolut risikoschwanger. Das war so gefühlt der Freifahrtschein. So ein halbes Jahr lang, in Anführungszeichen, nicht viel zu machen, sondern quasi auf der Couch zu hocken. Also ich habe in der Schwangerschaft mit Hannes über 30 Kilo zugenommen. Später Scheidung, Stress mit dem Ex. In ihrer Not ist Kiki. Nun hat sich das so ein bisschen umgewandelt, glaube ich, dass Essen so wie so ein Ventil ist für mich. Und Kiki bekommt zu wenig Bewegung. Als Kosmetikerin arbeitet sie zu Hause, in ihrem eigenen Studio, geht zu wenig raus. Ach du meine Güte. Oh. Um Kiki klarzumachen, was mit ihr passiert, hat sich die Ärztin umgezogen. Ich möchte Sie hiermit auf gar keinen Fall bloßstellen. Ach, du meine Güte. Ich möchte Ihnen hiermit was zeigen. Ihr Körperfett haben Sie sich wie einen richtigen Panzer Schicht für Schicht über die Jahre angefuttert. Eine Art Schutzpanzer. Ja. Das hatte seine Gründe. Ja. Der Adipositas-Anzug zeigt, was es bedeutet, so schwer übergewichtig zu sein. Dann wundert es mich auch nicht, wenn man dann eben krank wird. Unser Ziel ist jetzt, dieser Schutzpanzer soll jetzt Schicht für Schicht, Kilo für Kilo weg. Und Sie müssen das nicht wie ich jetzt hier alleine machen. Wir helfen Ihnen dabei. Ja? Und wir holen uns auch noch psychologische Unterstützer. Und dann kriegen wir das gemeinsam hin. Ja. Weg mit diesem Schutzpanzer. Ja.
Alles okay? Ja. Erster Schritt, Reset. Ihr Stoffwechsel muss auf Neustart. Mhm. 2 Wochen lang soll Kiki ihre Mahlzeiten durch medizinische Proteinshakes ersetzen. Kalorienreduziert, aber ballaststoff- und eiweißreich. Einmal am Tag gibt es zum Shake eine Gemüsemahlzeit dazu. Aus Rohkost, gekochtem Gemüse, Salat oder Gemüsesuppe. Und hiermit kommt Ihr Körper in den Fettabbaumodus und die Insulinempfindlichkeit wird wieder verbessert. Okay. Und nach der Stoffwechselumstellung? Dafür soll Kiki jetzt noch eine Woche lang notieren, was sie normalerweise isst. Und mit diesem Protokoll wiederkommen für eine langfristige Ernährungsumstellung. Im Auftrag der Ernährungsdocs führt Kiki Protokoll über das, was sie isst und trinkt. Sie soll Mengen genau abwiegen. Ich habe für mich auch daraus erkannt, dass es jetzt gar nicht unbedingt immer so diese Portionen sind. Das ist es ja gar nicht. Kinderregel. Und Kekse, so irgendwie was, ja, sowas halt. Zucker ist ihr Problem in allen Lebenslagen. Eine Woche später. Ernährungsberatung auf dem Praxisboot in Hamburg. Silja Schäfer hat sich Unterstützung an Bord geholt. Psychotherapeutin Linda Zimmermann. Denn um ihren Schutzpanzer aus Fett abzulegen und ihre Zuckersucht zu bekämpfen, muss Kiki die Gründe dafür verstehen. Leiden Sie regelmäßig unter Heißhunger? Ja, so schon. Wenn Sie naschen, haben Sie das Gefühl, dass Sie es manchmal gar nicht mehr so richtig entscheiden können, wann Stopp ist? Ja, auch. Die Psychologin führt Kiki vor Augen, dass sie aus emotionalen Gründen nascht. Weil Menschen mit emotionalem Essen führen häufig die Emotionen, die da sind, zu einem emotionalen Druck, der wiederum zu einem Essdruck führt. Wie eine Sucht. So kommt mir das auch selber auch mal vor. Und das ist das Ergebnis von 5 Tagen. Oh la la. Im Schnitt isst Kiki 133 Gramm zugesetzten Zucker pro Tag. Empfohlen sind maximal 25 Gramm. Das wäre ab sofort Ihre Tagesration für zugesetzten Zucker. Okay. Mhm. Ja, gut. Wie Kiki emotionales Essen abstellen kann, daran wird die Psychologin in den kommenden Monaten mit ihr arbeiten. Eine schnelle Alternative wäre das hier. Chicorée als Soforthilfe. Ja, schmeckt auch ein bisschen besser. Bitterstoff. Ach so, das. Mhm. Ah, da geht die Lampe an. Und das ist der Clou. Denn Bitterstoffe helfen, akutes Verlangen nach Zucker zu dämpfen. Langfristig soll sie nur noch 3-mal am Tag und ausgewogen essen. Viel Gemüse und Obst, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Fisch. Morgens zum Beispiel ein Beerenporridge mit Mandeln. Mittags Zucchini-Nudeln mit Rucola. Und abends Lachs-Tatar auf Pumpernickel mit Gurken. Und Kiki muss ihrem Stoffwechsel den finalen Kick verpassen, soll sich an 5 von 7 Tagen auf ihr E-Bike schwingen. Zuckerverzicht und Fasten. Wovor fürchtet sie sich mehr? Dass ich das mit dem Fasten nicht schaffe. Aber ich will es ja. Deswegen wird es auch klappen. Mit Respekt vor dem, was da kommt, ist Kiki ins Stoffwechselfasten gestartet. 2 Wochen mit täglich 3 medizinischen Proteinshakes, kleiner Gemüsemahlzeit und Videotagebuch. So, morgens 7:30 in Fockbeck. Ich mache mir mal meinen Drink. So, gleich was für die Arme tun hier, ne? So, dann Prost, ne? Auf Tag 2.
Es war nervig am Anfang. Also die ersten paar Tage waren schon schlimm. Entzugserscheinung, ne? Wenig Zucker. Ja, das war nicht so witzig. Ja, Tag 3 vom Fasten. Also heute geht's mir sehr schlecht. Ich habe totale Kopfschmerzen. Und ich bin auch extrem genervt. Also das macht mir keinen Spaß. Aber was Mut hat Mut. Das ist mein Drink. Das Auge trinkt ja mit. Und das ist meine Gemüsemahlzeit. Ja, also dann Prost! Von den Ernährungsdocs bekommt Kiki den Tipp, zwischendurch Apfelessig in Wasser zu trinken. Wirkt Heißhunger entgegen und hilft der Diabetikerin, ihren Blutzucker stabil zu halten. Hallo, an Tag 12. Heute zeige ich mal, was ich mir hier für schöne Gemüsenudeln mache. Inzwischen habe ich mich auch daran gewöhnt, eben viel zu trinken und nicht so viel ans Essen zu denken. Tag 14. Insgesamt sind in den 14 Tagen 5 Kilo flöten gegangen. Ja, es liegt ja noch ein langer Weg vor mir, aber die ersten Schritte sind gemacht. Ihr Essdruck und Zuckerverlangen sind weniger geworden. Nach 3 Terminen braucht sie keine psychotherapeutische Hilfe mehr. Die Beratung hat ihr geholfen, anders mit ihrem Zuckerverlangen umzugehen. Zum Beispiel in so einer Stresssituation, dann fahre ich jetzt schwimmen, statt mich hinzusetzen mit einer Schokolade oder so, ne? Also sowas halt. Das klappt natürlich auch nicht immer, aber schon öfter als früher einfach so, ne? Als Allzweckwaffe gegen ihre Kilos und den Diabetes hat Kiki Hüttenkäse entdeckt. Zum Sattmachen. Damit peppt sie einen norddeutschen Klassiker auf, Schnüsch. Ein Milcheintopf mit buntem Gemüse und Kartoffeln. Hannes und Lebensgefährte Michi ziehen mit. Beide haben schon abgenommen. Zum Nachtisch gibt es zuckerfreies Eis. Wieder aus Hüttenkäse, gemixt mit gefrorenen Früchten. Die Rezepte dafür und für ihre Lieblingseigenkreation Süßkartoffelbruschetta verrät Kiki bei den Ernährungsdocs im Internet. Als Sportskanone würde sich die Kosmetikerin noch nicht bezeichnen, schwingt sich aber zweimal pro Woche aufs Rad. Das große Ziel ist, dass ich ja den Diabetes Typ 2 wieder komplett loswerde. Und da fehlen mir wohl noch ein paar Kilo, aber ich bin da auf dem besten Wege, würde ich sagen. Wieder auf dem Praxisboot hat heute Kiki ihr Abschlussgespräch. Die große Frage, was macht ihr Diabetes? Zur Blutabnahme war sie schon, jetzt muss sie auf die Waage. Startgewicht vor einem knappen halben Jahr waren 126 Kilo. Frau Hilberling, Sie sind 10 Kilo losgeworden. Und zwar 10 Kilo reines Körperfett. So sagt's die Waage. Ach was, okay. Von 75 Kilo Fett auf rund 65. Merken Sie es auch? Fühlt sich ein bisschen leichter an alles, ja. Das ist zwar natürlich nicht unser langfristiges Ziel, nee, aber es ist schon mal ein richtig guter Start. Ja. Das Thema bei Ihnen war der Zucker. Ja. Haben Sie Ihr Verlangen in den Griff bekommen? Also so dieser Heißhunger, der war am Anfang schon noch da. Aber ich würde mal sagen, eigentlich ist der fast weg. Also ab und zu hat man natürlich noch mal so Lust auf was Süßes. Mhm. Dann gebe ich dem auch nach, aber auch nicht immer. Kikis aktuelles Ernährungsprotokoll zeigt, dass sie ihren Zuckerkonsum von täglich 133 Gramm auf 86 Gramm runterschrauben konnte. Langfristiges Ziel 25. Die beste Nachricht ist die Auswirkung auf Ihre Diabeteserkrankung. Ja. Wir wollten, dass Ihr Langzeitzuckerwert, der HbA1c, unter 6,5% sinkt. Mhm. Und? Wo ist er? Und? Er liegt bei 6,1. Oh, oh, ist ja echt cool, ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er so niedrig ist. Ja, ja, super. Wow. Gut. Ja, toll. Aber jetzt kommt natürlich das Schwerste, dran zu bleiben. Ja. Dranbleiben oder vielleicht sogar noch eins draufzusetzen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin davon überzeugt, dass Sie es schaffen. Ja, danke. Ja. Fasten, anders essen, psychologische Unterstützung. Alles zusammen hat Kiki befreit. Ich kann eigentlich gar nicht mehr von Zuckersucht sprechen. Also das hätte ich mir vorher gar nicht vorstellen können.
Kirsten Hilberling hat verstanden, wie der Weg Richtung Gesundheit funktioniert. Dass er lang wird, war bei ihrem hohen Übergewicht und dem gestörten Stoffwechsel von vornherein klar. Jetzt muss sie durchhalten.